Also, um welches Thema geht es? Wie schon gesagt, es geht um die automatische Prüfung von Programmieraufgaben und deren Austausch. Übernehme ich, genau. Ich werde kurz vorstellen, was wir heute in der nächsten Stunde uns erwartet. Einmal werde ich unsere Gruppe nochmal vorstellen. Dann werden wir gleich eine Demonstration sehen, wo wir nochmal einen Grader in einem LMS integriert sehen, und zwar am Beispiel von Nokapa und Pragmat. Dann kommen wir zu den Tools und Funktionen, die würde uns Oliver Müller vorstellen, genauso wie das Austauschformat und den Editor. Ich werde dann kurz nochmal die Vorteile und die Nutzen der Werkzeuge erläutern. Oliver wird uns auch nochmal sagen, wo die Grenzen der Werkzeuge liegen. Es gibt einen Ausblick und zum Schluss gibt es noch einen kurzen Punkt, was wir Ihnen alles bieten und warum es sich gelohnt hat, an diesem Webinar teilzunehmen. Also kommen wir zur Vorstellung. Wer sind wir eigentlich? Birgit hat ja schon gesagt, dass wir in einem E-Code-Projekt tätig sind. E-Code-Projekt hat halt verschiedene Standorte. Eigentlich sind im E-Code-Projekt 12 Standorte und 2 Vereine. Wir sind in der Untergruppe E-Assessment, im Speziellen im formativen Assessment für Programmieraufgaben. Und in unserer Gruppe Proforma haben wir verschiedene Standorte, die aus Osnabrück, Hannover, Clausthal, Wolfenbüttel, aber auch die Uni Duisburg-Essen und die Humboldt-Universität zu Berlin sind bei uns als externe Partner mit dabei. Wir setzen alle unterschiedliche Tools ein und versuchen so untereinander auch einen Austausch herzustellen. Ich will das kurz nochmal erläutern. Erstmal, warum heißt unsere Gruppe Proforma? Den haben wir nicht uns Proforma ausgedacht, sondern der steht für Programming Formative Assessment. Und zu den Standorten nochmal. Wir haben halt unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Tools. Zu den Tools heißt so viel wie, wir versetzen verschiedene Grader ein. Das sind in unserem Falle Programmierbewertungssysteme. Also unser Schwerpunkt liegt hauptsächlich in der Programmierbewertung. Das müssen nicht zwangsweise Informatiker sein, das können auch technische Studiengänge sein. Und dafür müssen meistens die jeweiligen Sprachen müssen kompiliert werden. Es muss eine gewisse Sicherheit gegeben werden, dass die Systeme auch den Code überstehen, in Anführungszeichen. Und es folgt eine Bewertung meistens am Ende. Wir setzen aber auch unterschiedliche Lernmanagementsysteme beziehungsweise Lerncontentmanagementsysteme ein. Zum Beispiel die Hochschule Hannover setzt Moodle ein erfolgreich und wir setzen am Standort Ostfalia setzen Nokapa als Lern-Content-Management-System ein. Es gibt auch noch andere, die in Osnabrück setzen auch StudIP ein. Aber unsere Gruppe ist auch schon immer größer geworden. Also wir haben auch schon 2 Workshops veranstaltet. Und hier sehen wir nochmal ein Bild vom letzten Workshop zu Programmierbewertungssystemen. Und wir werden immer größer und wünschen uns am Ende dieses Webinars, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen begeistern können, dass er dann auch bei uns sich austauscht und dass wir ihm helfen können. Und deswegen gleich am Anfang mal die Frage, welchen Hintergrund haben Sie denn eigentlich und mit wem haben wir es hier heute eigentlich auf der anderen Seite zu tun? Sie haben uns jetzt kennengelernt und jetzt würden wir gerne wissen, wer Sie sind, damit wir am Ende oder während des Webinars auch darauf eingehen können. Und genau, einfach in den Chat eintippen und dann wissen wir Bescheid. Ah, Dozenten, Didaktiker, Techniker. Also es ist schon mal gut gemischt. Dozenten für Programmieren, ja, aber Software Engineering, ja, okay. Ah, okay. Okay. Also ich sehe, es schreibt keiner mehr
Und ich sehe auch, es sind zwischen do viele Dozenten hier und auch in der Lehre Programmieren tätig. Hier haben wir Christian Weber, Verwaltungsprofessor angewandte Informatik. Ah. Sehr gut. Gut, dann hoffe ich, also genau darauf haben wir unser Webinar heute angelegt. Wir wollten eigentlich auch die Dozenten begeistern. Wir werden zu den technischen Sachen nicht so tief ins Detail gehen, aber wenn die Fragen kommen, wir haben natürlich auch Backup-Folien, können wir darauf eingehen. Vielen Dank nochmal für die Teilnahme an der Umfrage. Dann gehen wir wieder zurück zur Präsentation und kommen zur nächsten Frage. Und zwar, was erwarten Sie heute eigentlich im Webinar? Übersicht über den aktuellen Stand der Technik. Ja, wir sind mehr zu Proforma zu erfahren, ja. Ja. Okay. Sehr gut. Na, genau, ich kann ja kurz zu den einzelnen Punkten was sagen. Also Übersicht über den Stand der Technik. Ich denke mal, dass wir können das aus unserer Perspektive auf jeden Fall, werden wir das in dem Webinar heute vorstellen. Mehr zu Proforma erfahren. Das gehört zum Webinar genauso dazu. Technische Möglichkeiten zur Prüfung von Programmieraufgaben mit Moodle. Also wir werden heute im Webinar eine technische Möglichkeit demonstrieren zwischen Onkappa und einem Grader, aber eine Partneruni von uns setzt das mit Moodle ein und ich werde dann auf jeden Fall am Ende nochmal an Ulrike dann den Kontakt geben für diejenigen. Ich glaube sogar, eine Person ist schon hier im Chat, aber das machen wir nachher noch. Ein Satz, ob sich die Einarbeitung lohnt, es lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich auch schon mal sagen, aber das werden Sie am Ende selber hoffentlich sagen. Und was ich von automatisch bewertet erwarten kann und wie ich das umsetzen muss, ja. Dann Überblick zum Thema automatische Bewertung, Beispiel Programmierung. Okay. Anführung, ja. Also ich glaube, ich hoffe, dass wir am Ende genau alle Ihre Erwartungen treffen. Wenn nicht, schreiben Sie uns das am Ende nochmal und wir werden in einer Version 2 das alles nochmal besser berücksichtigen. Okay. Dann kommen wir auch schon zu einer Demonstration. Und das werde ich Ihnen kurz zeigen. Dafür mache ich eine Freigabe von meinem Bildschirm. Ich hoffe, dass das funktioniert. Mein Bildschirm freigeben. Das funktioniert aus irgendwelchen Gründen gerade nicht. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht abhalten, weil den nächsten Punkt übernimmt dann Oliver. Und während Oliver das übernimmt, werde ich nochmal kurz nach Tools und Funktionen, werde ich dann meine Demonstration machen. Oliver, würdest du übernehmen? Ja, alles klar. Gut, als nächstes wollen wir einmal schauen, welche Tools wir in unserem Projekt anbieten bzw. zur Verfügung stehen haben und ja, welche Funktionen im Wesentlichen diese Tools anbieten. Ich habe hier mal eine kleine Übersicht über die entsprechenden Funktionen, die angeboten werden. Ich werde gleich noch mal ein wenig dazu etwas sagen, was man sich unter diesen Funktionen vorstellen kann. Da wären zum einen verschiedene Arten von Tests, die diese Tools ausführen können, und zwar automatisiert. Plagiatsprüfungen, das ist klar, also Plagiatsprüfungen. Dabei geht es im Prinzip darum, wenn eben mehrere Studierende eine Abgabe machen,
zu überprüfen, und zwar automatisiert zu überprüfen. Sind die Abgaben ähnlich? Ist es vielleicht ein Plagiat, was hier vorliegt? Das ist ja immer äußerst mühselig im Prinzip, das per Hand zu überprüfen oder überhaupt zu erkennen, wenn man insbesondere auch recht viele Abgaben hat. Als zweites haben wir hier die sogenannten Funktionstests. Das heißt, wir können mit diesen Tools auch automatisiert überprüfen, macht ein Programm auch das, was es tun soll. Das heißt, gibt es zum Beispiel das aus, was es eben ausgeben soll. Das ist mit den Funktionstests gemeint. Syntaxtests beziehen sich dann darauf, wir wollen eben die Syntax von Programmen untersuchen. Das heißt, zum Beispiel überprüfen, hat ein Studierender vielleicht irgendwo bei einer Anweisung in einem Programm ein Semikolon vergessen. Das ist ja ein typischer Syntaxfehler. Und was daraus folgt, ist im Endeffekt, dass eben das Programm nicht kompiliert werden kann. Und das würde mit den Syntaxtests überprüft werden können. Ja, des Weiteren haben wir auch noch Stilprüfungen. Das heißt also, es kann auch überprüft werden bezüglich der Programme, wird ein bestimmter Programmierstil eingehalten. Sodass zum Beispiel man sagt, man will natürlich auch beim Programmieren zum Beispiel Einrückungen haben, bestimmte oder eben einen bestimmten Programmierstil voraussetzen, der dann eben hiermit überprüft werden kann mit den Stilprüfungen. Ja, natürlich bringt das alles nicht so viel, wenn man eben bei diesen Tests nicht auch automatisiert Feedback generieren kann. Das heißt also, wenn so ein Test durchgelaufen ist, dann stellt er eben im Anschluss Feedback zur Verfügung. Beispielsweise, indem er sagt, als Feedback eines gescheiterten Syntaxtests, naja, das Programm konnte nicht kompiliert werden, der Syntaxtest ist eben nicht vernünftig durchgelaufen und du hast an dieser Stelle einen Fehler gemacht. Also dieses Feedback oder diese Tests stehen in der Regel nicht nur für Tutoren und für Dozenten und Dozentinnen zur Verfügung, sondern auch für Studierende. Damit sie eben im Endeffekt, wenn sie solch eine Aufgabe abgeben, auch gleich unmittelbar Feedback zu dieser Abgabe kriegen können. Damit erleichtert man den Studierenden, insbesondere auch Studierende, die gerade eben beginnen mit dem Programmieren. Damit erleichtert man ihnen das Ganze ein wenig, indem man sagt, gut, wenn du deine Aufgabe abgegeben hast, dann bekommst du auch gleich Feedback dazu und kannst diese Aufgabe nochmal verbessern. Ja, das Letzte ist die Verwaltung und Organisation von Übungen. Das heißt also, es gibt zum einen die Möglichkeit, dass wir die ganze Nutzerverwaltung und das Anlegen von Übungen etc., dass das eben über ein Learning Management System funktioniert und passiert. Und die zweite Möglichkeit ist eben, dass diese Tools auch standalone funktionieren, das heißt auch ohne Learning Management System und dann diese Nutzerverwaltung mitbringen. Ja, das eigentlich erstmal zu den Tools und Funktionen soweit. Ja, Ich dann. würde nochmal kurz die Präsentation bzw. die Demonstration versuchen nochmal durchzuführen, Oliver. Ist okay? Ja. Okay. Das sieht jetzt auch schon viel besser aus. Okay, ich hoffe, man sieht mein Bild. Dann kann ich kurz was sagen. Für diese Demonstration habe ich in NonCAPA einen Demokurs angelegt, den ich Proforma genannt habe. Wir sehen gerade die Sicht eines Studenten auf diesen Kurs. NonCAPA ist ein Lernmanagementsystem, in dem auch Multiple-Choice-Aufgaben angelegt werden können, aber es gibt auch eine Schnittstelle für Programmieraufgaben und da haben wir unseren Grader angeschlossen. Kommen wir doch gleich zur ersten Aufgabe. So. Die Aufgabe ist hier oben dargestellt. Und hier unten ist sogar mein Code. Ich habe das alles schon vorbereitet, eingefügt. Das sind alte Einreichungen, die ich schon getätigt habe. Lassen Sie sich davon nicht beirren. Und die Aufgabe ist jetzt, so ein Gesicht darzustellen. Der Tipp ist, mit dem Print-Befehl kann man eine Zeile erzeugen, also Print Hello World. Dann wird Hello World dargestellt. Die Zeichen, die Anführungszeichen und das
Backslash benötigen ein Escape-Symbol. Das ist das Backslash. Also sehen wir hier mit dem Print schon dargestellt, die Augen dargestellt, hier unten auch alles dargestellt. Okay, und wir versuchen die Aufgabe jetzt einzureichen. Das heißt, der Student hat jetzt hier unten in dieses Codefenster seinen Code eingegeben und macht die Einreichung. Das wird jetzt an das Grading-System geschickt. Das Grading-System führt dann den Test durch. Sie sehen, es läuft sehr schnell ab und gibt ein Feedback. Dann in dem Falle unser Lernmanagementsystem zeigt dann an, ah, der Python-Test wurde nicht bestanden. Hier das Feedback ist ein ganz normales Feedback eines Doc-Tests. Da ist noch keine Anpassung, damit man für den Studenten das besser lesen kann, aber die Studenten sind befähigt, heutzutage das relativ gut zu erkennen, beziehungsweise für Programmieranfänger gibt es Überlegungen, dass man dieses Feedback noch vereinfacht, dass dann die wirkliche Nachricht in dem Falle, diese Printanweisung hat einen Syntax-Error, end of line while scanning string net will. Das heißt, wir gucken mal in Linie Line 2 und sehen, ah, wir haben hier hinten das Anführungszeichen vergessen, geben das ein, also auch 2 gemacht, und reichen die Aufgabe nochmal ein. Es wird wahrscheinlich wieder einen Fehler geben, weil ich das schon vorbereitet habe. Ja, und zwar sagt er hier unten, es gibt unexpected character after line continuation. Und da müssen wir dann, wenn man das durchzählt, würde man das dann sehen. Ich habe das natürlich für Sie schon vorbereitet, damit der Erfolg der richtigen Aufgabe auch zu sehen ist. Ich habe hier unten den Fehler korrigiert. Mache die Einreichung und sehe, der Test ist bestanden. In dem Fall ist alles von. Nun werden Sie vielleicht in Ihrer Lehre nicht unbedingt Python einsetzen, sondern Java. Ah, da haben wir auch schon mal was vorbereitet. Und zum Beispiel haben wir hier, man soll ein Hello World Programm schreiben, in dem einfach Hello World dargestellt wird. Dieses Programm soll eine Methode enthalten, welche den String Hello World zurückgibt. Die Klasse soll Hello World heißen und die Methode greet. In dem Fall habe ich das hier schon mal angelegt. Sie sehen in dem Editor, der hat schon Syntax-Highlighting drin. Er macht auch automatische Einrückungen, wenn Sie hier was hinschreiben, und er erkennt natürlich auch dann bestimmte Begriffe, die in der jeweiligen Programmiersprache geläufig sind. Nun hat der Student, wie das bei Studenten ab und zu mal vorkommt, die Aufgabe nicht hundertprozentig gelesen und hat nur die Information mitgenommen, er soll Hello World darstellen. Hat auch noch hier die Angaben vielleicht richtig gemacht, sogar das Semikolon gesetzt. Das könnten wir einfach mal ganz kurz wegnehmen, damit man auch nochmal sieht, es gibt einen Syntaxtest und dann natürlich noch einen Funktionstest. Und in dem Syntaxtest sehen, der Compiler sagt, wir brauchen am Ende der Zeile noch ein Semikolon, das wird da erwartet. Und natürlich kann dann auch der JUnit-Test nicht erfolgreich durchlaufen, weil erst muss natürlich der Compiler funktionieren. Das geben wir auch noch kurz an. Und wie gesagt, das sind zwei unterschiedliche Systeme. Das eine ist halt das LMS, in dem wir gerade arbeiten. Der Student hat quasi, sieht gar nicht, was im Hintergrund passiert, sondern gibt einfach seinen Programmcode ein und sieht, okay, jetzt habe ich den Compiler schon bestanden. Und jetzt kommen wir zum JUnit-Test und sehen, es wird die Methode greet erwartet. Das hat der Student jetzt, liest er sich nochmal den Aufgabentext durch und sieht, es soll eine Methode geschrieben werden. Nun habe ich das auch schon vorbereitet, denn auch hier wollen die Webinar-Teilnehmer natürlich auch das Erfolgsergebnis haben, das folgenrichtige Ergebnis haben. Wir sehen hier die Printline, wir rufen die Methode greet auf, welche dann quasi einfach Hello World enthält. Wir reichen das ein, es wird wieder an den Grader gesendet. Der bewertet das, kompiliert, testet, gibt die Antwort zurück und der Student sieht, er hat die Aufgabe bestanden. Alles richtig gemacht. Das war die Demonstration und ich gebe wieder zurück an unsere
Präsentation und wir haben dann, glaube ich, jetzt auch schon eine Umfrage. Kurz gucken. Genau. Haben Sie bereits Tools zur automatischen Bewertung von Programmieraufgaben oder ähnlichen Tools eingesetzt? Und da gucken. Sind Sie wieder gefragt? Okay. Bisher nichts. Ah ja, wir haben. Nicht, dass ich wüsste. Das ist sehr gut. Okay. Christian Weber hat er, haben Sie angegeben, was eigentlich? Ich guck mal kurz. Grundsätzlich nein. Pragmat, den setzen wir auch ein bei uns. Dann haben wir Gate, das ist, wird am Standort Clausthal auch eingesetzt. WIPS, mit denen arbeiten wir zusammen in Osnabrück. Da wird auch wahrscheinlich bald eine Schnittstelle entstehen. Und Peter Fricke, ja, Sie sind ja auch Experte da, was Moodle angeht und die Integration. Und die haben einen Frontend geschrieben. Klick bewerten, aber halt, okay. Eine Eigenentwicklung. Üblicherweise sind auch diese Systeme Eigenentwicklungen, die aus einer, genau, aus einer Not entstanden sind, dass man das nicht alles per Hand testen möchte. Und wir versuchen quasi dann an Schnittstellen zu schaffen, dass diese Systeme einen Mehrwert haben und auch, dass wir die Aufgaben austauschen können. Dazu aber gleich mehr. Also das hatten wir gerade schon. Und ob Sie die eingesetzt haben. Ach ja, und nochmal die Frage, ich gehe nochmal kurz zurück in die. Könnten Sie sich dann auch vorstellen, die einzusetzen in der Lehre? Also wären Sie jetzt auch interessiert, das dann für sich selbst auch einzusetzen? Das ist sehr gut. Ja, dann ich warte noch kurz, bis die Teilnehmer eingegeben haben, um die Möglichkeiten, bin ich dabei. Ich kann nur sagen, dann sind Sie auf jeden Fall im richtigen Webinar. Und ich warte noch, bis Carsten Ling aus Emden eingegeben hat. Darauf kommen wir auch. Also dass die Wartung und Pflege der Aufgaben. Genau. Das kommt darauf an, wie flexibel sie sind, Vorbereitungsaufwand. Ja, dazu kommen wir später auch nochmal. Der Aufwand für die Programmieraufgabenerstellung ist natürlich sehr groß. Und da wollen wir natürlich auch ansetzen und Aufgaben untereinander auch austauschen. Deswegen übergebe ich an Oliver, der wird jetzt nämlich uns über das Austauschformat und den Editor etwas vorstellen. Vielen Dank. Genau. Ja, Oliver Ott hat es eben schon gesagt. Es geht im Folgenden im Endeffekt um den Austausch solcher Programmieraufgaben zwischen verschiedenen Systemen und auch eben universitätsübergreifend. Das heißt also, man braucht hier im Endeffekt, um solche Aufgaben zwischen verschiedenen Systemen austauschen zu können. Das ist im Prinzip das Problem. Man hat eben verschiedene Tools an verschiedenen Universitäten, die man dort einsetzt. Jetzt möchte eine Dozentin oder ein Dozent natürlich gerne auch das Tool weiterverwenden, was eben an dieser Universität in der ganzen Zeit auch schon verwendet wurde. Natürlich ist es jetzt erstmal technisch nicht möglich, dass man eben eine Aufgabe aus einem Tool sozusagen rausnimmt und dann ohne irgendwelche Anpassungen vorzunehmen in ein anderes Tool importiert und diese Aufgabe dann ganz normal in dem anderen Tool nutzen kann.
Ja, das ist hier im Prinzip das Problem. Das heißt, wir haben uns halt gedacht, naja, wie kriegt man die Aufgabe, die in einem E-Assessment-Tool oder in solch einem Grader erstellt wurde, zum Beispiel dem Grader der TU Clausthal, wie kriegt man diese Aufgabe jetzt in ein anderes Tool, einer anderen Universität hinein sozusagen, um dann diese Aufgabe auch ganz normal in diesem anderen Tool nutzen zu können? Zu diesem Zweck haben wir Folgendes gemacht, und zwar haben wir ein Austauschformat entwickelt, wo wir gesagt haben oder wo wir definiert haben, ja, sozusagen eine gemeinsame Sprache zwischen verschiedenen Tools. Das heißt also, jedes dieser Tools muss im Endeffekt nur dieses Austauschformat unterstützen und kann dann, wenn eben diese Funktionen eingebaut wurden in das Tool, ein Export von einer Aufgabe vornehmen in dieses Austauschformat und ein anderes Tool, was eben auch dieses Austauschformat unterstützt, insbesondere eben den Import, kann dann eben diese Aufgabe importieren und auch ganz normal nutzen in diesem anderen Tool. Genau, und das ist eben das, was wir im Wesentlichen dann auch gemacht haben und auch immer noch weiterentwickeln. Also insbesondere sind wir da auch immer darauf angewiesen, dass wir möglichst ja, von vielen Tools Input kriegen, was denn für spezielle Dinge, für spezielle Anforderungen an diese Tools gestellt werden, damit wir das im Endeffekt dann eventuell auch noch in diesem Austauschformat aufnehmen können. Wir möchten eben möglichst, dass bestimmte Dinge, die Tools natürlich gemeinsam haben, dass die auch hier abgebildet werden können und ganz normal exportiert und dann auch wieder importiert werden können. Nichtsdestotrotz lassen wir aber natürlich auch ja, individuelle Eigenschaften von verschiedenen Tools hierbei zu. Wie das genau geht, da möchte ich jetzt nicht so weit ins Detail gehen. Aber das ist eben auch möglich, dass eben individuelle Eigenschaften und ja, bestimmte Dinge von bestimmten Tools eben berücksichtigt werden können in diesem Austauschformat. Ja, das ist im Prinzip soweit das zum Austauschformat, was wir hier gemacht haben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage auch aus didaktischer Sicht oder ja, wie auch immer, warum lohnt es sich denn überhaupt, Aufgaben auszutauschen untereinander? Na, zum einen, und das ist eigentlich ein ziemlich wesentlicher Aspekt, insbesondere bei komplexen Programmieraufgaben ist es eben so, dass noch der Aufwand, diese Aufgaben zu erstellen, recht hoch sein kann. Also sowohl Zeitaufwand als auch ja, Personalaufwand vielleicht auch. Dadurch, dass Aufgaben eben ausgetauscht werden können, sagen wir mal, eine Aufgabe wurde in einem Tool erstellt, existiert also bereits und es kann natürlich sein, dass diese Aufgabe auch durchaus zu einer anderen Lehrveranstaltung passt. Das heißt also, wenn ich hier die Möglichkeit habe, diese Aufgabe für mich zu nutzen, dann fällt entweder der Arbeitsaufwand für das Erstellen dieser Aufgabe komplett weg oder er wird eben wesentlich reduziert, weil ich beispielsweise noch ein paar Anpassungen für meine Lehrveranstaltung machen muss bezüglich dieser Aufgabe. Zweiter Grund ist eigentlich, meistens ist es halt immer ein bisschen schade, wenn eben gute, didaktisch fundierte Aufgaben erstellt wurden und wenn diese sozusagen ja, nicht wiederverwendet werden oder nur in einem engen Rahmen eben wiederverwendet werden, immer in der gleichen Lehrveranstaltung. Da wäre es ja durchaus sinnvoll zu sagen, okay, ich teile auch diese guten Aufgaben mit anderen und die können diese gute Aufgabe dann ebenfalls verwenden für ihre Lehrveranstaltung. Ja, des Weiteren, natürlich ist es auch so, dass die universitätsübergreifende Vernetzung durch diesen Austausch, man tauscht sich ja durch diese Programmieraufgaben im Prinzip miteinander aus, dass die ebenfalls verstärkt wird. Noch die universitätsübergreifende Zusammenarbeit natürlich. Das sind eigentlich so erstmal die drei wesentlichen Gründe für
die für den Austausch von Programmieraufgaben oder im Allgemeinen von Aufgaben sprechen. Ja, was haben wir noch entwickelt? Darauf will ich nur ganz kurz eingehen. Wir haben einen Editor, auch erstmal einen Standalone-Editor entwickelt, um Aufgaben, die in diesem Austauschformat vorliegen, editieren zu können, beziehungsweise auch, um sie in diesem Editor erstellen zu können. Das aber nur ganz kurz im Prinzip, als kurzen Überblick. Das ist so ein kleiner Screenshot von diesem Editor, so wie er jetzt zurzeit aussieht. Der wird auch immer noch weiterentwickelt. Also der befindet sich immer noch in der Entwicklung. Gut. Als nächstes hätten wir dann wieder eine Umfrage. Und zwar wollten wir mal wissen, wie schätzen Sie denn, wie lange brauchen Sie für eine Erstellung einer Programmieraufgabe? Wie lang dauert das so ungefähr? Ist das aufwendig, ist das weniger aufwendig? Oder wie sieht das genau aus? Ja, also hier sieht man schon meistens immer so ein paar Stunden zur Zeit, die angegeben werden. Aber wir warten noch die hängt davon ab, was programmiert werden soll. Allgemein könnten wir, also wir haben ja auch Programmieraufgaben auch erstellt an unserem Standort und haben dafür auch teilweise Hiwis eingesetzt, aber teilweise auch selbst erstellt. Und wir müssen sagen, also eine halbe Stunde geht bei weitem nicht. Also das liegt daran, dass man, wenn man eine Idee hat, dann setzt man die erstmal um und dann denkt sich, ich möchte ja nur wissen, jetzt bei Hello World, dass Hello World dargestellt wird. Aber auf die Details kommt es dann an. Da muss, was sollen die Studenten genau angeben? Da muss Zeichen für Zeichen stimmen. Man muss eigentlich grundsätzlich, ja, die Studenten müssen grundsätzlich die Aufgabe auch ganz genau lesen und man muss jedes Missverständnis wirklich aus dem Weg gehen. Und das lernt man eigentlich nur, wenn man das wirklich immer wieder testet, auch an Studenten und dann guckt, wo sind Fallstricke oder was hat der Student falsch verstanden oder war das überhaupt dann doch nur für, aber das ist doch dann nur für Rater? Was sind Rater? Welche Studenten, die jetzt raten? Das kann ich jetzt nicht genau zuordnen. Auf jeden Fall den Bewerter. Der Bewerter testet ganz genau, was seine Aufgabe ist. Also grundsätzlich können wir sagen, dass bei uns sind das so mindestens 8 Stunden für eine Aufgabe und umso komplexer die Aufgabe wird, natürlich umso mehr. Das darf man einfach nicht vergessen. Umso wichtiger ist natürlich dann auch der, oder interessanter ist auch der Aufgabenaustausch, weil diese 8 Stunden pro Aufgabe muss man erstmal aufbringen oder noch mehr. Und dann, aber dazu kommen wir gleich mehr und machen bei der Präsentation erstmal weiter. Haben Sie Genau. denn mit anderen Dozenten schon mal Aufgaben ausgetauscht oder könnten Sie sich vorstellen, die auszutauschen? Deswegen, dann machen wir noch mal kurz die Abfrage. Die Frage ist also, können Sie sich vorstellen, Übungsaufgaben auch mit anderen Dozenten auszutauschen? Das ist perfekt.
Ja, das ist uns bewusst. Da muss man gucken. Nicht jede Aufgabe passt für jede Anforderung. Das sollte kein Problem sein. Ja, das ist ja gut. Also wir sind auch bereit, unsere Aufgaben zu teilen und finden das auf jeden Fall, ist auf jeden Fall für alle ein sehr großer Nutzen. Wir gehen mal weiter bei der Präsentation. Und ich werde kurz nochmal die Vorteile und Nutzen der Werkzeuge erläutern. Also wie Sie ja alle, die meisten von Ihnen ja sich vorstellen können, dass Aufgaben auf dem Papier zu bewerten, ist sehr schwierig. Auch einzelne Einreichungen, wenn Studenten Ihnen das per Mail schicken und zu testen, ist auch sehr mühselig und vor allen Dingen ist auch grundsätzlich die Gefahr immer, dass auf Ihrem System ein Fehler auftreten kann, was Sie auf keinen Fall wollen. Deswegen ist ja unser Vorschlag auch, das formative Assessment auszulagern auf diese Grading-Systeme. Und es ist nicht nur eine Arbeitserleichterung, das möchten wir auch nochmal darauf hinweisen, sondern es geht ja auch darum, dass der Dozent Aufgaben stellen kann innerhalb der einen Woche zu der nächsten Woche. Und vor der Vorlesung, bevor er dann quasi in die Vorlesung geht, guckt er nach, wie der Wissensstand der Studenten ist. Haben sie vorprüfende Schleifen verstanden? Haben sie Verzweigung verstanden? Guckt nach, sieht, ah, es gibt 60% der Studenten, die die Aufgabe gemacht haben, haben da Probleme. Bei den anderen Aufgaben waren die Probleme nicht da. Das heißt, er kann direkt in der Vorlesung Bezug darauf nehmen und nochmal Sachen erläutern, wo zum Beispiel Fehlkonstruktion oder Fehlvorstellungen der Studenten sind. Aber auch für die Studenten bedeutet das, sie können sich während der Woche selbst testen und haben sofort ein Feedback und sehen, ah, ich dachte eigentlich, ich habe das mit den Schleifen verstanden. Aber anscheinend nicht, oder ich muss nochmal nachgucken und das motiviert sie auch. Und den Punkt, den wir ja schon gesagt haben und den Sie ja auch mit unterstützen, ist der Aufgabenaustausch zwischen den Dozenten. Also es ermöglicht einem dann quasi diesen Arbeitsaufwand, der groß ist, dann noch zu umgehen, indem wir über verschiedene Standorte dann diese Aufgaben austauschen können. Oliver wird uns jetzt nochmal kurz die Grenzen der Werkzeuge sagen und ja, viel Spaß. Ja, natürlich können wir mit diesen Werkzeugen, die wir haben, nicht alles machen im Prinzip. Also da gibt es schon gewisse Grenzen. Zum einen muss man sagen, bezieht sich jetzt zwar nicht unbedingt direkt auf Programmieraufgaben, aber in Programmierübungen selber kann es natürlich auch durchaus ja, Aufgabenstellungen geben, wo man eben mit einem Freitext antworten muss, indem man irgendwie ein Programm interpretieren soll oder ähnliches. Jetzt ist es natürlich so, dass insbesondere, wenn wir sehr offene Aufgaben haben, also Aufgaben, wo eben Studierende sehr viele verschiedene Antworten geben können, wo es wirklich sehr viele verschiedene mögliche Antworten auch gibt, die man vielleicht auch vorher noch gar nicht weiß und noch gar nicht absehen kann, unbedingt, dann ist es eben natürlich für solch ein Bewertungssystem eher schwierig, dort eine automatisierte Überprüfung und dann auch Bewertung vorzunehmen, weil das doch sehr vielfältig und sehr komplex in diesem Fall ist. Zweitens, trotz dieser automatisierten Bewertung und Überprüfung kann es aber manchmal, insbesondere bei manchen Aufgabentypen, wie eben zum Beispiel Freitextaufgaben, wo man durchaus teilweise etwas bewerten und überprüfen kann. Das ist hier nicht ausgeschlossen, da gibt es auch entsprechende Techniken für. Bei manchen Aufgabentypen und auch zum Beispiel bei Plagiatstests ist es durchaus sinnvoll, beziehungsweise teilweise auch notwendig, dass man zusätzlich nochmal manuell kontrolliert. Plagiatstest ist so ein Fall. Na, es gibt natürlich auch unterschiedliche Plagiatsoftware, die manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal besser arbeitet, manchmal effizienter und manchmal weniger effizient. Das hängt dann auch immer vom Aufgabentyp ab, der überprüft wird. Oder auch von ja, des Umfangs der Antworten zum Beispiel. Trotzdem ist es aber in der Regel so, dass solche Plagiatsprüfungen nie hundertprozentig akkurat sind oder eigentlich sein können. Da ist immer so, da kann es teilweise immer noch so einen kleinen Unsicherheitsfaktor geben. Handelt es sich wirklich um ein Plagiat oder nicht?
Nichtsdestotrotz sind diese Tests natürlich sinnvoll, denn sie geben auf jeden Fall schon mal, wenn solch ein Plagiatstest sagt, okay, zwischen zwei Abgaben gibt es zum Beispiel 90% Ähnlichkeit, dann ist das natürlich schon mal ein guter Hinweis darauf. Das könnte ein Plagiat sein. Dann hat man aber die Möglichkeit eben zu sagen, gut, ich gucke mir genau diese beiden Abgaben eben nochmal an und schaue dann, ob das eben wirklich ein Plagiat ist. Ja, das heißt, das sind eben so wesentliche Grenzen, die wir für unsere Werkzeuge erst einmal haben. Das mag sich natürlich auch, was Plagiatsprüfung natürlich angeht, da gibt es auch immer wieder weitere Entwicklungen und das mag sich natürlich auch in Zukunft noch verbessern, entsprechend die Erkennung. Ja, als nächstes soll dann ein kleiner Ausblick folgen. Das heißt, was wollen wir jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren noch machen, noch unternehmen? Wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Wir haben auch schon ein paar Sachen angedeutet. Zum einen geht es nochmal um den Austausch von Aufgaben. Auf folgende Situation, ein Dozent oder eine Dozentin möchte eben eine passende Aufgabe für die eigene Lehrveranstaltung verwenden, die von einem anderen Dozenten bereits erstellt wurde. Das heißt, hier soll ein Austausch stattfinden. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kann ein Dozent oder eine Dozentin eben nachschauen, ob eben für die eigene Lehrveranstaltung eine passende Aufgabe existiert. Das ist natürlich durchaus erforderlich. Zweitens, wie gelangt eben ein Dozent oder eine Dozentin an solch eine Aufgabe, die von jemand anderem bereits erstellt wurde? Hierzu, man sieht es hier oben bereits als Stichwort Repository. Ich habe das mal hier dargestellt, so ein bisschen schematisch. Gibt es eigentlich folgende Idee oder das existiert im Endeffekt auch schon in durchaus in Bereichen der Lehre. Wir brauchen im Prinzip eine Art Pool oder eine Art System, wo eben Aufgaben bereitgestellt werden können von Dozenten und wo dann andere Dozenten, die jetzt eine Aufgabe suchen, naja, innerhalb dieses Systems suchen können nach einer Aufgabe. Wenn Sie eine Aufgabe gefunden haben in diesem System, wo das eben alles gesammelt ist, können Sie dann eben diese Aufgabe in Ihrem System, in Ihrem eigenen E-Assessment-System importieren. Das ist eben die Aufgabe dieses Repositories insbesondere, dass man eben innerhalb des Repositories nach Aufgaben suchen kann. Und genau das ist auch unser Ziel, dass wir hier noch ein Repository entsprechend aufbauen oder solch ein Repository-System und das dann entsprechend auch bereitstellen. Eine zweite Sache wurde schon einmal kurz angedeutet, Feedback-Verbesserung. Ich habe jetzt mal so ein Beispiel angegeben für ein Feedback zu einem Funktionstest in dem CU-Clausthal-System, dem Gate-System. Wie man auch schon vorher in der Demonstration sehen konnte, naja, man kann durchaus noch erkennen, was ist hier im Prinzip falsch. Das heißt, es wurde eben eine 32 als Ausgabewert für dieses Programm erwartet, aber es wurde 31 ausgegeben. Jetzt stehen hier natürlich noch so ein paar, sage ich mal, für Programmieranfänger kryptische Sachen dabei, die vielleicht nicht jeder Programmieranfänger versteht. Das heißt, was müssen wir hier im Prinzip noch machen oder leisten? Wir müssen zum einen versuchen, dass dieses automatisiert generierte Feedback sinnvoller aufbereitet oder präsentiert wird, insbesondere auch für Programmieranfänger. Zweitens wäre es natürlich auch nicht schlecht, wenn unterschiedliche Studierendengruppen, sagen wir mal die Gruppe der Anfänger und die Gruppe der Fortgeschrittenen, die also schon etwas besser programmieren können und auch schon mehr verstehen, dass wir für diese Gruppen eben unterschiedliches Feedback anbieten. Also für die einen vielleicht etwas mehr Feedback, etwas detailreicher für die Anfänger und für die Fortgeschrittenen dann etwas weniger. Was auch weniger detailreich ist, weil die natürlich nicht so viel Feedback brauchen.
wie die Anfänger. Ja, eine weitere Sache, die auch ein bisschen zu diesem Feedback gehört, ist das sogenannte Peer Review. Da ist es eben so, dass Studierende sich gegenseitig Feedback geben. Wozu ist das Ganze im Prinzip gut? Na, zum einen fördert das natürlich erstmal kooperative Lernprozesse, denn Studierende bewerten sich eben gegenseitig oder geben sich gegenseitig Feedback. Wenn man das natürlich macht, setzt man sich oder muss man sich eigentlich zwangsläufig, wenn man das zumindest ernsthaft betreibt, intensiver mit den Lehrinhalten auseinandersetzen. Des Weiteren fördert es natürlich auch eigenständiges Lernen in diesem Zusammenhang. Und es gibt gegebenenfalls, wenn man dieses Feedback zulässt, dann muss man natürlich sehen, welche Qualität das Feedback dann hat, was Studierende anderen Studierenden geben, steigert oder kann eben die Qualität von Ergebnissen der Studierenden steigern. Eine weitere Sache, Parametrisierung, Randomisierung von Aufgaben. Als Beispiel mal eine Aufgabe, wo es darum geht, Speicherplatz zu berechnen. Ich habe hier ein paar Zahlen fett markiert, zum Beispiel 17, 22 und so weiter und so fort. Randomisierung, Parametrisierung heißt hierbei, jeder Studierende bekommt im Prinzip für diese Werte, die hier stehen, nicht eben den gleichen Wert präsentiert in der Aufgabenstellung, sondern jeweils einen anderen Wert, der eben zufällig bestimmt wird beispielsweise. Das heißt zum einen, dass Studierende eben über solch eine Aufgabe diskutieren können, dabei aber wirklich sich nicht die Lösung im Endeffekt erstmal vorsagen können, weil jeder hat ja eine andere Lösung oder jeder bekommt eine andere Lösung, weil er auch mit anderen Zahlen rechnet zum Beispiel. Es gibt also individuelle Lösungen für jeden Studierenden und damit ist es eben besser möglich natürlich, weil jeder Studierende für sich selbst erstmal die Aufgabe rechnen muss, Plagiate zu verhindern. Es hindert natürlich keinen Studierenden daran zu sagen, jemand anderem, naja, rechne mir doch mal meine Aufgabe durch und so weiter. Klar, aber darum soll es hier auch nicht gehen. Ja, eine letzte Sache. Bei einigen Gradern ist das im Wesentlichen auch schon der Fall. Bloß wir haben hier noch weitere Arbeiten, sage ich mal, zu erledigen, um insbesondere unsere Tools, unsere Grader stärker in Learning Management Systeme zu integrieren, um eben jedem Nutzer eine gewohnte Oberfläche zu präsentieren. Denn die meisten sind eben Studierende als auch Dozentinnen und Dozenten. Natürlich erst einmal zunächst ihr LMS, was an ihrer Universität angeboten wird, ja, gewöhnt. Und deshalb wollen wir hier auch noch eine verstärkere Verknüpfung herbeiführen. Ja, das zum Ausblick. Und Oliver Rott übernimmt jetzt wieder und sagt Ihnen noch mal ein wenig dazu, was wir Ihnen denn bieten. Vielen Dank. Genau, was bieten wir Ihnen? Wir haben ja heute so ein bisschen was erfahren, über was wir schon haben. Wir haben ein eigenes Aufgabenformat. Wir haben auch schon einzelne Beispiele für das Aufgabenformat. Wir haben einen Editor. Wir haben auch eine Schnittstelle. Und die Sachen geben wir natürlich auch gerne mit, teilen wir gerne mit anderen und wünschen uns natürlich auch Partizipation und deswegen auch der Hinweis Fork Us auf GitHub. Unter github.com pro forma finden Sie alle unsere Ergebnisse, die wir derzeit online gestellt haben. Alles, was wir im eCode-Rahmen auch machen, ist Open Source. Das haben wir uns selber so vorgegeben, sind auch vom BMBF gefördert worden deswegen. Und was wir uns auch wünschen, ist natürlich eine größere Integration der Community. Das heißt, es wäre wünschenswert, wenn vielleicht einzelne Webinarteilnehmer heute Interesse haben daran, die Systeme einzusetzen oder mal auszuprobieren. Dann können Sie sich gerne bei uns nochmal melden oder können sich erstmal auf der genannten Seite da informieren, was wir da schon haben. Wir unterstützen Sie dann gerne beim Einsatz dieser Systeme. Wir haben ja da schon einige Zeit investiert und Expertise gesammelt und sind auch gerne bereit, unsere Programmieraufgaben mit anderen auszutauschen. Und unsere Aufgaben sind natürlich in dem Aufgabenformat und wenn Sie eigene Grader einsetzen, könnten wir sehr beraten, wie Sie das Aufgabenformat unterstützen.
Wenn Sie eine Lösung von uns einsetzen wollen, helfen wir Ihnen auch gerne. Gerade also der Hinweis nochmal mit Moodle, da gibt es an der Hochschule Hannover auch die Information, das kann ich Ihnen gerne weiterleiten. Oder wenn Sie gerne Praktomat mit dem oder einen Grader mit Kappa einsetzen wollen, dann wäre ich der richtige Ansprechpartner. Dann vielen Dank erstmal. Hier haben wir nochmal unser Repository. Wir haben auch schon Journal Paper rausgebracht, auch nochmal zum Aufgabenformat. Das ist auf jeden Fall eine lesenswerte Lektüre. Und auch nochmal zu den einzelnen Workshops sind die Beiträge auch nochmal da, für diejenigen, die da noch mehr Informationen suchen. Ansonsten wenden Sie sich gerne an Oliver Rott, das bin ich, oder Oliver Müller. Wir helfen Ihnen da gerne weiter und hoffen, dass Ihnen das Webinar Spaß gemacht hat und bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sind jetzt natürlich noch für Fragen offen. Ich mache dazu auch mal die Abfrage nochmal rein und werde das hier auch nochmal in den Chat löschen. Funktioniert auch C++? Ja, das ist theoretisch ja. Praktisch haben wir das noch nicht eingesetzt und da muss man auch ein bisschen gucken mit der Sicherheit. Genau, C-Sharp könnte, da könnten wir eventuell weiterverweisen an die in Düsseldorf, die glaube ich meines Wissens nach das in diese Zwischensprache übersetzen und diese dann testen. Also Herr Weber, vielleicht schreiben Sie mir dann nochmal eine Mail und dann werde ich Ihnen den Kontakt nochmal geben. Kann ich den Plagiatstester auch isoliert verwenden? Isoliert heißt in dem Fall, also man kann den, der ist zum Beispiel JPlug, kann man runterladen, ist eine Java-Anwendung und kann man natürlich auch probieren, aber dazu braucht man natürlich einen Aufgabenpool, also Einreichungspool von studentischen Einreichungen. Also üblicherweise sind halt diese Plagiatstests, also in Gates, in dem System der TU Clausthal gibt es zum Beispiel solch eine Funktion erst einmal integriert in das System selber. Wir nutzen dafür natürlich auch entsprechende Bibliotheken für. Zum Beispiel für Java wird eben Plugi benutzt, was eben dazu dient, dann diese Plagiate zu erkennen. Also da ist es eben integriert wirklich in das System. Genau. Ansonsten kann ich das halt noch empfehlen. Adam, wie gesagt, da sind wir jetzt keine Experten mit JPlug im Speziellen, wir kennen es nur. Es wird auch eingesetzt. Ansonsten keine Fragen. Wie gesagt, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, wir sind da. Ja, vielen Dank. Okay. Dann herzlichen Dank, Oliver und Oliver, für das super spannende Webinar, finde ich.